meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute haben wir den 60er-Jahre-Look. Den habe ich letztes Mal vergessen zu ziehen, aber ich habe das nachgeholt. Ich werde das Video kurz einblenden und ja, ich habe den Look schon fertig und ich werde euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Heute ist das Wetter wunderschön, also richtig herrlich. Bis zu 28 Grad haben die heute gemeldet und ich sitze hier und drehe ein Video, aber das mache ich sehr gerne. Ich werde euch am Ende des Videos mal zeigen, wo ich wohne, also wie ich wohne vielmehr. Ich wohne etwas ländlich und ja, und bei diesem schönen Wetter kann man ruhig mal so ein bisschen zeigen, wie die Aussicht ist. Und ja, jetzt zeige ich euch erstmal mein Video und ich würde mich freuen, wenn ihr sehr gerne dran bleibt. Vorbereitet, ich hatte mir schon mal ein wenig Foundation draufgegeben. Die Augenbrauen wurden selbstverständlich auch gemacht von Essence. Und dann mische ich meistens die helle und die dunkle Farbe einmal zusammen. Löse sie so ein bisschen, so dass die so ein bisschen hervorstechen. Reicht schon. Ich kämme das Ganze nochmal einmal durch. Immer zum Fixieren benutze ich einmal hier den Essence Lash and Brow. So. Kommt etwas Primer auf mein Augenlid. Einfach nur so ein paar Tröpfchen. Ich einmal mit meinem Ringfinger einmal ein. Und wer mich ein bisschen verfolgt schon, der weiß, dass ich das auch nochmal so ein bisschen hier auf meinen Wimpernkranz gebe. In den 70er Jahren so ein bisschen so eine Art Cut Keys. Ich benutze einmal heute wieder die Max & More Palette. Ich fange einmal mit diesem hellsten Ton erstmal an. So. Lidfalte gebe ich einmal diesen Braunton, da ich Falte bekomme, damit das so ein bisschen so ein paar Schattierungen noch abgibt. Für meine Lidfalte nehme ich einmal diesen Ton aus der Must Have Palette. Ich finde den so geil. Der gefällt mir mega gut. Einfach in meine Lidfalte. Ich war nicht wirklich verblendet. Aber in der heutigen Zeit mache ich das selbstverständlich. Dann hatten die meistens immer in der, so nicht direkt in der Lidfalte, sondern ein Stückchen darüber so eine Art Ring, würde ich sagen. Den werde ich jetzt mit einem grauen Kajalstift machen. Das ist der von Alverde und den gebe ich jetzt einfach so hier drüber. Hier so ein bisschen verdickt. Ich hoffe, man sieht das. Ja. Bisschen verblenden. Ich werde das jetzt einmal so ein bisschen verblenden, damit das nicht ganz so hartkantig ist. Um das noch ein wenig zu definieren, werde ich jetzt hier diesen Grauton einmal nehmen aus einer Chibo Kosmetikkassette. Die habe ich schon etwas länger. Diesen, so einen dünneren. Gebe das hier nochmal so ein bisschen zum Definieren, so ein bisschen hier rein. Und diesen Grauton werde ich mir auch nochmal so ein bisschen auf meine Wimpernkranz geben, damit das so ein bisschen nochmal das Auge hervorhebt. Dann ziehe ich das so ein bisschen hier in die Länge, so ein bisschen hier, so seht ihr. Ein Nidstrich darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Dort nehme ich einmal den Essence Liquid Link Eyeliner. Damit komme ich am besten zurecht. Jetzt Concentration. Eyeliner ziehen ist wirklich nicht so einfach. Und so, da ziehe ich den auch noch so ein bisschen dahin. Und für meine Wasserlinie nehme ich einmal hier so einen weißen Kajal, um das Auge so ein bisschen zu öffnen.
Das sieht so ein bisschen nach schicke Wimpern. Ich nehme einmal hier so ein, da ich keine künstliche Wimpern habe, werde ich mir jetzt quasi selber welche machen. Und zwar nehme ich hier erstmal einmal die Lash Extension Space von P2. Die gebe ich mir jetzt erstmal auf meine oberen Wimpern. Um zu bekommen, gebe ich nochmal auf meine Wimpern, bevor die Base trocknet, nochmal ein bisschen Babypuder drauf. Und dort nehme ich einmal so einen kleinen, aber breiten Pinsel. Und dann gebe ich das so ein bisschen hier auf die Wimpern. Dann kommt noch Wimperntusche. Dann nehme ich einmal die von Adeco Ultra Effect Mascara Black und gebe das nochmal auf meine Wimpern. So. Wimperntusche auch nochmal und auf meine unteren Wimpern. Um ein bisschen leichte Kontur reinzubekommen, hier den von Love the Daylight Full Bronzing and Illuminating Puder. Ich meine Nase auch konturieren, dann nehme ich einmal diesen Braunton aus der Cheapo Palette und gebe das so ein bisschen auf meine Nase. Dann wird das natürlich auch verblendet. Dann hatten die auch noch so ein bisschen Blush drauf von Rival de la Young More. So ein bisschen grinsen darf man. Also ich gebe wirklich nicht viel. Jetzt fehlen nur noch die Lippen. Da nehme ich einmal von Love den Lippenstift Sprong Satin Shine and Lipstick in der Farbe Apricot Daylight. Cremig und zu glossig ist, kann man den noch mattieren. Hiermit nimmt man einfach so ein Fixing Puder von Essence und dann kann man das einfach ganz leicht hier drauf tupfen. Man einen matten Lippenstift, man braucht Make-up. Wieso zum Teufel hat meine Kamera nicht aufgenommen? Na klasse, jetzt kann ich das nochmal drehen, aber macht nichts, ich mache das gerne für euch. Und zwar habe ich mir hier einen leichten Seitenscheitel gezogen, habe mir hier eine vordere Partie Haare weggeklemmt, dann habe ich mir etwas Schaumfestiger schon reingegeben, das ist einmal von Drei Wettertaff, den 2x Push-Up-Effekt Volumen Schaumfestiger 100% Volumen und kräftiges Haar in der Stärke 3 reingegeben. Dann habe ich angefangen, mir die Haare hier zu tupieren. So habe ich das gemacht. Habe mir einen Tupierkamm dazu genommen. Das ist der einmal von Pasa. Der ist aus dem Kaufland. Und habe mir etwas Haarspray reingegeben in die Tupierung. Und zwar ist das einmal von Vella Pro Series, vom Stylisten inspiriert, mit Experten entwickelt, Haarspray, Volumen vom Ansatz bis in die Spitzen leicht auszubürsten und das ist in der Stärke 4. So, dann habe ich hier tupiert, habe das Haarspray reingegeben. Lege das hier über meinen Kopf, damit das schön auskühlen kann. Und das Ganze wiederholen wir dann. Wenn man nicht tupiert genug ist, kann man hier so nochmal so ein bisschen nachhelfen. Meine Haare sind etwas schwer zum Tupieren, aber das macht gar nichts.
Dann können wir das Ganze einmal so ein bisschen nach hinten. Und dann machen wir einen ganz, ganz tiefen Zopf. Ich zeige euch das einmal von hinten. So, zu voluminös ist, kann man hier nochmal so ein bisschen drunter gehen und ein bisschen was rausziehen. Das mache ich dann zum Beispiel, weil meine Haare sind sehr schwer für zu topieren. So. Und dann nehme ich noch so eine kleine Strähne und gebe auch nochmal so ein bisschen Haarspray drauf. Dann wickle ich das einmal um das Haar herum. So, und Bobpinne rein. So, dann kann man die Klammern auch schon entfernen. Dann kann man das hier so ein bisschen festmachen. Und wenn man das dann noch mal so ein bisschen, ich streiche das so ein bisschen glatt, und dann können wir das so ein bisschen noch mal von dem Haarspray drüber geben. Haarspray. Und schon haben wir den 70er-Jahre-Look fertig. Ich hoffe, der Look hat euch gefallen, wie ich das so sehe. Ich mache das immer so aus meiner Sicht. Ich habe mich so ein bisschen von der Barbara Streisand ein bisschen inspirieren lassen. Ich ziehe natürlich jetzt auch noch mein nächstes Video. Es sind nur noch zwei Zettelchen da, also nur noch zwei Videos. Jetzt gucken wir mal, welches wir jetzt als nächstes machen. Und zwar Eins oder zwei. So, ich habe ein Zettelchen gezogen. Oh, ich glaube, das wird euch gefallen, was wir nächstes Mal machen. Und zwar gehen wir in die 90er. Sehr, sehr gerne einen 90er-Jahre-Look zu schminken und zu frisieren. Also, seid gespannt und schaltet nächstes Mal wieder ein. Wenn ihr wollt, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch meinen Kanal. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben auch sehr freuen. Und ich würde sagen, bis dann. Wir sehen uns. Ein schönes Wochenende übrigens noch.